Ich möchte kurz auch mal erwähnen, warum es so wichtig ist, die Tesgier anzusprechen. Einer der Gründe, weshalb es wichtig ist, ist folgender. Das behaupte ich zumindest. Also zu einem steht außer Frage, dass dieser Bereich des Islams vernachlässigt wird. Alles, was mit dem spirituellen Islam zu tun hat, wird meistens heute vernachlässigt. Die Religion wird begrenzt auf diverse äußerliche Merkmale, äußerliche Handlungen nach strikten Schemata. Und das ist so der Dien bei vielen heute. Und so wird er uns vorgepredigt, besonders hier in Deutschland. Der Dien wird uns wie so eine, die Religion, der Islam als so eine Hülle, eine Schale vorgepredigt. Aber diese spirituellen Aspekte, die Tazkiya, die A'mal al-Qulub, das Innere, die Überzeugungen, die Gewissheiten, sowas wird meistens vernachlässigt. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Und das hat schwerwiegende Probleme für die Leute. Ein Beispiel. Und in der Realität ist das eigentlich, sollte das genau umgekehrt passieren. Man beginnt vom Inneren und überträgt das auf das Äußere. Und nicht umgekehrt vom Äußeren beginnen und nach innen irgendwas übertragen. Das funktioniert meistens nicht und das bleibt dann meistens bei dieser Hülle draußen, dieser Schale, die man anhat. Und der Prophet sagte, Ala inna fil jasadi mudra, idha salahat, salah al jasadu kulluhu, wa idha fasad al jasadu kulluhu. Wahrlich, es gibt im Körper ein Etwas, wenn es in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung. Wenn es verdorben ist, verdirbt der ganze Körper. Und das ist das Herz. Mit dem Herz ist hier nicht diese Pumpe gemeint, sondern mit dem Herz ist dieser, das, was man auch ein Nafs nennt, oder etwas Spirituelles, etwas Geistliches im Menschen. Was ist das Problem, wenn wir die Religion einfach nur auf äußere Schalen beschränken und den Menschen die Religion so beibringen, als wäre die Religion nur ein äußerliches Aussehen und Auftreten, ein gewisser Kleidungsstil und diverse Handlungen. Diverse Handlungen. Wenn du so aussiehst, dann bist du religiös, wenn du das nicht machst. Ich will nicht die Wichtigkeit des sogenannten Al-Amal al-Zahir runtersprechen. Es gibt in der Realität eine Korrelation zwischen Innen und Außen. Dazu komme ich noch. Es kann auch nicht umgekehrt sein, dass jemand behauptet, er macht jedes mögliche Verbrechen. Und dann behauptet er, man muss aber nur ein sauberes, gutes Herz haben. Das geht natürlich auch nicht. Man kann kein sauberes Herz haben, wenn man äußerlich gänzlich korrupt und verdorben ist. Dazu kommen wir aber später nochmal. Aber was passiert, wenn wir die Leute so erziehen? Das Folgendes. Für jemanden ist beispielsweise sein ganzes religiöses Bild nur der Bart. Also jeder, der einen Bart hat, ist ein tüchtiger, frommer Mensch. Und jeder, der keinen hat, ist das nicht. Für ihn ist seine ganze religiöse Welt nur der Bart. Was das Problem jetzt ist, wenn er mal irgendwie gedrungen und gezwungen ist, seinen Bart zu entfernen, aus diversen Gründen, egal was es sei, beruflich oder sonstige Tyrannerei im Land oder was auch immer, was dann passiert ist, für ihn war sein komplettes der Bart war seine Welt, seine Religion, und jetzt ist sie weg und er verliert dann alles Religiöse an sich selbst. Du siehst dann, dass er ganz anders ist, er reagiert auf diverse Handlungen anders, verändert sich komplett, nur weil sein Bart verschwunden ist. Die Ursache bei ihm war nur das äußere Aussehen, das war die Religion. Tayyib. Also die Wichtigkeit, diese spirituellen inneren Aspekte des Islams werden vernachlässigt. Und aufgrund dieser Vernachlässigung entsteht eine Wankelmütigkeit bei den, besonders bei den Jugendlichen, sind sie sehr wankelmütig. Du siehst ihn manchmal 2 Wochen ist er auf dieser Schiene und auf einmal nach einem Monat siehst du ihn wieder wo ganz anders und nach 2 Monaten siehst du ihn wieder. Diese Wankelmütigkeit, diese Haltlosigkeit
Auch Geschmackslosigkeit findet im, der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht von, vom Iman und er sagt, er spricht von etwas, was er Halawatul Iman nennt. Halawatul Iman, die Süße des Imans. Das heißt etwas, etwas, was man genießt und empfindet, etwas, was man verspürt. Sowas fehlt dann, wenn man die Religion nur auf äußerliche Merkmale begrenzt.